Servus Christian, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt hier, des Simple Life 2. Nachdem ja die anderen Projekte schon alle abgeschlossen sind, also Direwolf abgeschmiert ist und Sky Factory auch vorbei ist, genau habe ich mir gedacht, ein kleines zweites Minecraft-Projekt könnte ja mal schaden hier mal wieder. Und drum habe ich mir gedacht, ich hätte auch mal gerne eins mit, mit Quest und so, und dann probieren wir es mal, das Simple Life 2. Ich bin gespannt, wie uns das gefällt. Mir, dir, uns halt, ne? Also, sagen wir mal, Play with Friends. Ich habe es natürlich auf dem Server installiert. Warum auch nicht? So. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Welt ausschaut. Kann ja nicht zu lange dauern, der Server ist ja schon längst am Stehen. Ich habe es mit ATG gestartet, ich hoffe, das schaut cool aus. Als allererstes ist es mal finster. Oh man, das ist total dunkel hier und lauter böse Tiere sind hier unterwegs. Und ich grabe mich erstmal ein, oder? Das ist natürlich sehr gut. Toll. Wir können mal kurz auf der Karte gucken, was wir da sonst schon so sehen. Weg. Nicht viel. Was ist das? Ach, das ist... Oh, ja. Keine Ahnung, was das ist. Ach, was weiß ich nicht. Da ist ein Dorf. Da ist ein Dorf in der Nähe und da laufen Monster rum. Natürlich unschön. Okay, lass uns da mal. Wo waren wir? Da hinten. Es ist blöd. Minecraft in der Nacht ist schon wieder saublöd. Saublöd. Das ärgert mich ja schon ein bisschen. Naja, gut, dann machen wir halt erstmal das erste. So. Wie gesagt, ist das Quest dabei, haben wir gerade gesehen. Wir könnten eigentlich mal gucken, ob wir da... Gott, wie war das mit dem Questbuch? Wie war denn das? Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist Quatsch. Wo drücke ich denn hin? Das ist... Schmeiß mal weg alles. Oh. Backpack, ach, da ist aber nichts drin, schade. Das ist alles, was wir da haben. Okay. Wie nehme ich denn jetzt das Questbuch wieder? Ich bin ja echt. Das ist, glaube ich, ganz einfach. Ich habe das schon mal geguckt. Weiß ich schon wieder nicht mehr. V? Nein. B ist ein neuer Watchpoint. Warte mal, das kann man doch hier sicher gucken, oder? Ich kann das aber so rauskriegen, wenn ich. F1? Nee. F2 ist ein Screenshot. Ja. F3 ist der Quatsch. F4. Oh, warte. Oh, wir haben das hier drin, auch gut. F5, ist auch klar, bin ich. Ach so, mit V habe ich jetzt, ja genau, mit V ist der Rucksack hinten drauf und B ist das, haben wir gesagt, gell. Ich guck mal kurz, es ist eh Nacht, wir sehen eh nicht viel. Controls, Better Questing, der Grave, das ist Ö, glaube ich. Nee, wo ist denn der Grave? Ö? Ö, passt schon. Quests. Lass uns doch mal hier reingucken. Quests. Wir können ein bisschen zoomen, das ist gut. Und wir haben doch schon einen Quest erfüllt, den hier. Echt, und dafür kriegen wir Diamanten? Nehme ich. Sau gut. Wir haben hier mal 18 Dinger zur Auswahl. Auch nicht schlecht. So, und wenn wir hier der Hunter, The Simple Life, Chapter 17, 12, 2, ach, Simple Life for this hier, Chapter 1, okay, dann gehen wir mal auf 2, was müssen wir denn da machen? Einen Seed, irgendeinen Seed, auch das ist ja kein Problem für uns, ich habe einen Diamanten, das ist cool, und ich sehe immer noch nichts, es ist immer noch dunkel, und hier sind immer noch irgendwo wilde Viecher unterwegs, ist hier eigentlich Dings drauf in dem Pack, also nichts zu sehen ist bescheuert. Also ich meine, ich sehe ja wirklich wenig und ihr werdet wahrscheinlich gar nichts sehen. Aber hier ist noch ein Baum. Den nehmen wir noch mit. Und ich werde das erste Tier. Oh ja, es ist Fast Leaf Decay drauf. Das ist auch schon mal nett. Und da kommt der Zombie. Komm her, du. Ich habe ein Schwert. Ich habe ein Schwert geschenkt bekommen. Hey, hörst du auf. Die zerfallen ja gleich in lauter Einzelteile. Ein Arm, ein Bein, der Torso und da war der Kopf. Ja, Pfui. Und was ist das hier für ein Zeug?
Wo ist er denn? Da kommt er. Jetzt haben sie mich gefunden. Wird's irgendwann mal Tag hier irgendwann? Hopsa. Das wäre mir sehr recht. Ist ja echt eklig, oder? Hier, schau mal, wie es den zerlegt. Guten Tag, wieder schauen. So. Wir sollten jetzt Gras. Jetzt sollte ich nicht unbedingt ein Schwert machen. Ah, guckst du. Ich habe eine Cranberry Seed bekommen. Okay, dann haben wir das auch schon erledigt. Eine Common Loot Bag. Cool, cool, cool. Und dann nehmen wir als nächstes Chapter 3, oder? Können wir hier reingehen? Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Okay. Okay. Wir öffnen erstmal so ein paar von den Dingen. Storage. Mach eine Chest. Mache ich gerne, aber erstmal gucke ich in die Lootbag rein. Potzoll, Kohle, Flint, Nametag, Gunpowder. Meinetwegen. Okay, wir sollen eine Kiste machen. Komm, wir machen mal alles zu. Dings. Dann machen wir mal das da und den hier. Mir ist der halt lieber, ne? Oh, guck mal, ich habe schon wieder ein Quest erfüllt. Wer hätte es gedacht? Wir machen eine Kiste und der nächste Quest. Jawohl. Und dann machen wir auch gleich noch... Ne, warte mal. Die Quests... Wir nehmen die Lootbag mit, klar. Und dann haben wir hier das hier und Tinkerin haben wir auch schon gemacht. Oh, cool. Moment. Ich habe gerade ein Tier gehört, das war ein Schwein, oder? Ja, ist ein Schwein. Und eine Spinne höre ich auch noch irgendwo. Es wird gleich Tag. Alles gut. Oder auch nicht. Es wird Tag, okay. Pass auf, wir machen noch wahrscheinlich ein paar Queste hier fertig. Jetzt machen wir erstmal die Lootbag auf. Copper Nugget, why not? Rice Cake, oh, was zum Essen ist immer gut. Ein bisschen Kohle und ein Cracker. Und ich mache mir mal eine Axt. Kann nicht schaden. Oh, das ist ja mal ein nettes Rezept, du. Das ist ja mal ein nices Rezept. Da haben sie die Rezepte geändert. Willst du mich jetzt angehen oder was? Blödes Viech, geh weg. Lass mich in Ruhe. Da haben sie ja die Rezepte etwas... Das ist eine Ho, ich brauche eine Axt. Das, so machen wir. Die hat sich nicht geändert, das ist schade. Aber passt schon. Nehmen wir mal mit. So, dann schauen wir doch mal. Irgendwo war hier das Dorf, oder? Ach, was bist du denn? Rhode Island Red Hen? Hen? Cool, süß. Ach ja, das ist der Anni Dingenskirchen Mod. Frag mich jetzt nicht, wie der heißt. Animania steht doch oben drauf. Ziegen. Hallo, Ziege. Ach, das ist ja hübsch hier. Oh, das ist das Dorf schon. Wo bin ich aber nah am Dorf gewesen? Also das sind natürlich jetzt alle tot hier, oder? Oh, Hasi. Hallo, Hasi. Du läufst immer hinterher. Pass auf, dass ich nicht schlachten tue. Eine Schmiede. Gib mir Loot. Ja, nice. Redstone Alloy, Eisenhammer, Apple, Oak Sapling. Kiste. Nehmen wir mit. Ein Dorf. Schauen wir mal. Das ist ein Tinkers Construct Haus hier, oder? Nee, ich meine, das ist. Quatsch, sag schon. Immersive Engineering. Kriege ich den Hammer? Ach, danke. Ach, das ist ja mal easy hier. Cool, was haben wir denn da alles? Ich glaube, ich ziehe hier ein. Und irgendwie ist mir die Musik gerade zu laut. So ist besser. Ich glaube, ich ziehe hier ein ins Dorf. Wenn da eh keiner ist, dann ist auch keiner da, der immer macht oder so. Ihr wisst ja, wie die Geräusche immer sind. Ah. Tiere sind wir, haben wir.
Wir sind nicht alleine, aber Dorfbewohner ist hier kein einziger. Sehr merkwürdig. Ein komisches Dorf ist das. Aber hier gleich mit einer Höhle zum Reinhüpfen. Und ein Zombie drin, ich habe ihn gehört. Ach, ich habe noch Autodinges drin. Hallo? Das muss ich noch rausmachen, das nervt mich ja jetzt schon wieder an. Irgendwie... Ich glaube, die sind unter mir, oder? Nee, die stehen da drin. Muss ich gleich machen. Ich muss erstmal die Zombies loswerden. Und dieses Auto-Jump muss weg. Das ist ja... Ah. Was machst du in der Kirche, du Zombie? Das sind gleich zwei. Das sind die Dorfbewohner-Zombies, oder? Hm. Okay. Ja, wenn wir das hier zombiefrei kriegen, was sind das da oben? Ah, schwierig. Wie komme ich denn da jetzt hin? Da ist ein Loch. Ich wollte, genau, pass mal auf, warte, das mache ich jetzt als erstes. Options, was ist bei Controls drin? Autojump, das muss, ah, das geht gar nicht. Autojump geht überhaupt nicht, Leute. Da ist Mumpfy. Was haben wir da hinten noch für ein Haus? Da ist auch noch ein Mumpfy. Da steht auch einer drin. Ist auch ein Zombie. Wieso sind das eigentlich alles Zombies hier? Hello? Ja, du bist ja auch ein Grüner. Wieso bist du ein Zombie? Hm. Karrier Zombie. Tolle Karriere. Haben wir auch schon gleich Bücher. Ich glaube, ich bleibe hier erstmal. Das gefällt mir doch saugut hier. Saugut. Das ist doch toll hier. Gefällt mir. Landschaft gefällt mir auch, muss ich ehrlich sagen. Gucken wir mal, was es da hinten ist. Lass mich mal gucken, was es da hinten ist. Und ja, ich weiß, wir haben ein bisschen Aua und ich weiß, ich bin fast voll und wir haben Lootbags zum Öffnen. Müssen wir auch gerne machen. Und die Quests gucken. Also will ich erstmal wissen, was das da ist. Hä? Da ist auch eine Höhle. Es ist eine coole Gegend hier. Ohne Scheiße. Und da spawnen lustige Sachen. So wie das da. Ja, wie gesagt, ich habe den Alternate Tank Generator angeschalten und der scheint hier wirklich. Da hat es geheißen, es schaut aus, als wäre es eine natürlichere Gegend. Also so Sea Lantern. Marble? Marble? Nice. Wieso stehst du hier? Astral Sorcery. Okay, den kenne ich auch noch nicht, den Mod. Mit dem hatte ich noch nie was zu tun. Du bist also von Astral Sorcery. Astral Sorcery scheint irgendwelche Strukturen zu generieren. Nice. Wir gehen jetzt mal ankommen, Ludwig. Und Questbuch haben wir auch noch. Ich kann das noch nicht claimen. Ich glaube, wir wohnen erstmal in dem Dorf. Warum nicht? So als Anfang. Da ist eine Höhle, wo wir rein können zum Abbauen. Da ist auch gleich. Und es sind ja eh keine Leute mehr da. Und jetzt bräuchte man eigentlich nur noch ein Tinkers Construct Haus, weil da ist doch Wolle drinnen. Dann hätten wir auch gleich ein Bett. Oder ist in dem, nee, in dem Immersive Engineering Haus. Wo man das jetzt war, das war da. Da irgendwo. Hallo Schwein. Wo war es? Das Immersive Engineering Haus. Ah, sag mal. Ich bin gerade am. Der kann nicht weg sein jetzt, oder? Das kann doch jetzt nicht weg sein. Das war doch irgendwo hier, muss doch das gewesen sein.
Ja, da hinten, oder? Das da ist es, genau. Ach, da steht noch ein Kreuz von dort. Oh, die hätte ich fast übersehen. Oh, nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Aber was mich noch viel mehr interessiert, Greenwool. Ah. Cool. Also erstmal so für die ersten zwei, drei Nächte, bis wir was haben, könnte man eigentlich hier fast bleiben. Wobei Astral Sorcery, wenn die so also tolle Strukturen reinmachen. Ich brauche jetzt erstmal ein Bett. So, so schaut's aus. 1, 2, 3. Und dann hier mal schnell. Wir nehmen mal das Haus als unseres. Als erstes Mal. Als erstes. Ich hoffe, dass man so ein Bett baut hier. Wo ist die Wolle? Da ist die Wolle. Gibt's ein grünes Bett? Yay, grünes Bett. So, hier. Spawn Point. Jetzt hat. Holen wir uns mal unser Tinkers Konstrukt. Cool, ne? Also ist schon nice, dass man das einfach mal so kriegt. Potzold ist auch nice. Wie komme ich denn jetzt in meinen Rucksack rein, wenn ich den aufhab? Gar nicht. Ich hab's abgesetzt. Ich tue es da mal so ein Zeug. Ne, mal, warte mal, das ist doch Quatsch, was ich da mache. Ich tue es erstmal wieder hin. Ich habe ja hier Kisten. Dann setze ich nochmal hier die Kiste. So, dann noch ein bisschen Zeug da rein, was wir es gerade nicht brauchen. Brauche ich auch nicht. Und das war alles weg hier, komm. Habe ich dann ein Stück Erde? Wo habe ich denn das hier? Keine Ahnung. Und du bist die Toolstation. Ach, ich habe da nur eins gekriegt. Ich dachte, ich krieg alle. Item Reboot, ja, wo ist der Rest? Hat man keinen Platz für. Hm. Kann nicht sein. Ach nee, das habe ich da reingetan. Partbilder. Ich bin ja manchmal auch ein Held, oder? So, du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Das brauchen wir gerade nicht, das nicht, das nicht, das nicht weg. Und da haben wir noch ein bisschen Essen. Passt auch. So. Als erstes bauen wir mal unsere Tinkers auf. Gibt es eigentlich keine Tinkerhäuser mehr? Früher gab es auch Tinkerhäuser. Hier ist ein bisschen dunkel. So, angenehmer. Nicht, dass uns da noch einer auf den Kopf fällt. So, hier. Das ist unser Haus. Habe ich schon gesagt, gell? Okay, wir machen es mal. Das ist ein ziemlich kleines Haus. Die Kiste steht schon wieder ziemlich doof da. Wir bauen mal das da dahin. Und das hier hin. Und irgendwie, wo ist der Rest verschwunden? Was ist denn das da? Achso. Toolstation. Und dich dahin. Irgendwie spinnt er ein bisschen. Und den Partbilder erstmal dahin. Und dann, damit auch alles funktioniert, wie es funktionieren soll, du dahin. Und irgendwie ist alles ein bisschen dunkel hier. Sunset. Oh, es wird auch schon wieder dunkel, alles klar. Wir können ja schlafen. Hehe. Sehr gut. Das gefällt mir, das geht recht schnell momentan. Und dann gucken wir mal, was wir gleich noch für Sachen hier gemacht haben. Wir haben es, haben wir den schon geclaimed, Hammer, oder? Ja, Hammer. Ich haben wir geclaimed. Haben wir wirklich geclaimed, haben wir auch. Dann haben wir hier doch noch einen geschafft. Industrial Age haben wir auch schon geschafft. Dafür kriegen wir, nehmen wir es, ach, kriegen wir beides. Okay, nehmen wir beides. Gerne. Noch irgendwas? Modern Machine. Starlight. Grand Designs, okay. Gaia's Power. Du bist Botania, okay. Kriegen wir hin irgendwann, noch jetzt noch nicht. Das war jetzt falsch. Dann, was haben wir hier? Gadgets and Gizmos. Clay Bucket, Minecraft Paper. Okay. Auch nicht schlecht. Du bist
Mayoral Duties. Irgendwelche Planks, irgendwelche Cobblestone und irgendein Brot. Consume, now muss ich das... Okay, das Brot, das hätte ich vielleicht dann nicht essen sollen. Ach, kann man wieder machen, ist ja kein Thema. Warum gehe ich da eigentlich mal ganz raus? Und da gibt es eine Rea Lootback für das hier. Auch nicht schlecht. Und du bist Crops and Cattle. Ah, Agrikraft. Gibt es zwei Tasks. Okay, passt schon. So, dann hätten wir hier die ganzen Pflanzsachen, Storage Solutions. Das ist ja auch ein bisschen schwierig hier. Hallo? Ah, okay. Basic Drawer, kleine. Zwei kleine bauen. Okay, das sollte man hinkriegen. Und was hätten wir hier? Tinkering, das machen wir natürlich, definitiv. Blank Pattern und wir kriegen Materials in View. Okay. Gut, schaut doch gut aus. Dann machen wir jetzt noch schnell die zwei Lootbags auf. Vorher tun wir noch mal schnell hier das in die Kiste, was wir nicht brauchen. Du greifst auf die Kiste zu, sehr gut, und auf den Rest auch. Ein bisschen eng das Ganze, aber passt schon, oder? Die Storage Crates, die können wir dann auch einsacken und mitnehmen. Das heißt, wir können bald mal auf Wanderschaft gehen und ein bisschen rumsuchen. Auf Dauer möchte ich hier nicht bleiben, das ist irgendwie so ein Dorf, weißt schon. Aber wir wollten jetzt schon mal schnell noch die zwei angucken. Was bist du denn? Open Waystone Menu. Okay. Quest. Better Questing Starter Guide. Questbook. Braucht kein Mensch. Okay. So. Schauen wir mal rein. Oh. Mystical Agriculture ist ja auch dabei. Okay. Nice. Und was haben wir hier? Essen. Ein PB&G. Das ist ja auch ein gutes hier. Und du bist Mycelium. Wir haben ein Potzoll, wir haben ein Mycelium und wir haben richtig heftig gutes Essen. Ja, super. Schön, das gefällt mir. Das fängt doch schon richtig gut an hier, oder? Dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal Schluss für heute. Mal gucken, ob dir das dann auch taugt hier alles. Wir werden natürlich demnächst gleich umziehen, ein bisschen noch die Welt erkunden gehen. Nehmen die Furnace mit, dann brauchen wir die auch nicht machen. Einmal haben wir keinen, sonst können wir die Lava auch mitnehmen, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Es sacken hier oben noch das Essen ein. Oh, ein Pferd. Also ich freue mich hier schon auf dieses Modpack, das macht einen richtig, richtig coolen Eindruck, finde ich. Auch wenn hier alle tot sind, das ist ein bisschen uncool, aber mei. Passt schon. Hier geht's hoch, passt auch. Da war doch irgendwo Futter. Genau, hier. Warte mal, dann machen wir doch noch eine Quest schnell zum Abschluss. Oh, zwei Quests oder sowas. Können wir nicht auch noch Brot machen, weißt? Cool. Das ist toll. Und da oben war noch irgendwo ein Feld. Ja, da. Wir haben jetzt gerade wieder eine Quest gemacht. Es geht ja hier ratzi fatzi. Du, so schnell kannst du ja gar nicht gucken. Welche war's? Was? Die hat man doch schon, oder? Natürlich hat man die schon. Agrikraft müsste es gewesen sein, oder? Das hier? Ach, da war da hinten wahrscheinlich noch eine. Müssen wir die Cropsticks noch machen? Ach, was weiß denn ich? Egal. Jetzt räumen wir noch schnell das Zeug hier ab. Ich wäre noch gern Kartoffeln irgendwo. Was bist du denn? Rote Beete nehmen wir auch mit. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Hier ist, glaube ich, keine Hangar Overhaul oder so ein Zeug drin. Oder Spice and Life oder wie sie alle heißen. Ich glaube, hier kann man normal hungern. Bin ich mir jetzt aber nicht... Oh, Potato. Tier 2. Quest complete. Tier 2. Also irgendwie kann man hier auch einfach Questen schon mal schaffen. Jetzt hätte ich noch gerne Karotten. Da hinten ist noch ein Feld. Ich hätte noch gern Karotten. Ist auch noch rote Beete und so ein Zeug und Weizen. Keine Karotten für mich. Schade. Egal. Okay, also jetzt. Ich muss aufhören. Das ist ja schon wieder schlimm hier.
Ich spiele mich gerade wieder fest, genau. Nee, also wie gesagt, Wolle, du musst aufhören jetzt. Schluss jetzt, hör auf. Du wolltest dich schon längst verabschieden und jetzt hör auf damit. Hörst du jetzt auf zu spielen, okay? Ich gehe schon rein da. Du auch? Ach, ich hab. Alles klar. Das magst du auch? Das hier? Das da? Nee, aber das, gell? Ach nee, so nicht. Ach, das ist süß. Okay, also, ja, also, geh mal raus, da komm, raus. Kommst du? Na komm. Und draußen bleiben, danke. Okay, also das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen, so wie mir auch. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, mach's gut, gell? Ciao, ciao und Servus.